Eine Schrotflinte? Abraham Lincoln. Elisabeth, wo bist du? Das war vielleicht nicht die beste Idee zu schießen. Gebe ich zu jetzt im Nachhinein. Das war sie doch, oder? Die uns hier hingeführt hat, mehr oder weniger. Wir kommen jetzt nicht mehr rein, sehe ich richtig, oder? Na, vielleicht doch. Mal sehen. Ich möchte eigentlich keine Schrotflinte. Ich mag Schrotflinten nicht. Wo ist sie? Ach, na toll. Da oben ist sie. Ja, schon fast so ausgedacht. Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Und Geld aus Columbia. Bleiben Sie mir von mir. Komm zurück! Pickwick, was? Hier ist nichts, okay. Ich glaube, sie hatten jetzt ein bisschen Angst vor mir. War eine schlechte Idee. Sie haben diese Menschen getötet. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elisabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Eins habe ich gelernt. Wenn du nicht als Erster ziehst, ziehst du gar nicht mehr. Sie bluten. Kommen Sie. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht? Ich weiß es nicht. So. Wahrscheinlich nicht. Das tut mir auch leid. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Sehr nett. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich, sie fürs Diesseits zu bewahren.
Das ist sehr nett von dir. Hey. Battleship Bay. Hot Dogs. Puh, Aufnahmestopp. Nee, noch nicht. Noch 10 Minuten müssen wir. Sterben oder sie töten, ja. Oh, geht mir weg mit diesen Vögeln, die groß sind. Ich habe hier gerade ganz schlechte FPS. Okay, es geht wieder. Wenn etwas weggesperrt wird, ist es wohl was wert. Das ist alles? Keine große Herausforderung. So. Kannst du das, Knaggi? Ah, sehr schön. Gut. Ich bin wieder ein kleines Verhältnis. Schon ausgedacht. Also 2 von Schild, 2 von Gesundheit. Oh. Ein die Dings. Die Zeit im Comstock Haus war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Sie geht aus meinem Schussfeld, das finde ich sehr gut. Ich finde es cool, dass sie auch vorläuft eigentlich. Aber trotzdem folgt sie mir. Das finde ich cool. Ich finde zwar einiges cool. Ah, das finde ich cool. Hier, gut aufheben. Bitte sehr. Ah, ja. Ach Mädchen, musst du mal alles kaputt machen. Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Magazin. Die Magazingröße Pistole. Wird Maschinengewehrschaden. Soldiers Field, erbaut 1903 von der Hand unseres Propheten. Was interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen. Du meinst ans Militär? Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Versuchen Sie es aufzudrücken. Vom Deadlift. Shock Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Soldiers Field. Da ist sie. Die First Lady scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Wunder. Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Ein Mann mit Zausbart. Okay, Clown kann Konsequenzen haben. Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt.
Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. What the fuck? Das zählt nicht als stehen, oder? Okay. Wo müssen wir lang? Okay. Dann gehen wir wieder woanders lang. Da, Schlaukopf und Schwachkopf. Sie wissen doch. Denk dran, sei kein Schwachkopf. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Aber sie sind ein bisschen verstörend. Danke. Interessieren Sie sich für Gärtnerei, Mr. DeWitt? Nein. Wo ich herkomme, hält man nicht viel von Gärten. Und wo ist das? Da, wo es keine Gärten gibt. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das dastand und ein anderes Mädchen ansah. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art... Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das da stand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. What the fuck? Okay. Okay. Okay, okay, okay. Oh, okay. Was? Und ich will gerade ein bisschen vorsichtig sein. Gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Hm. Was? Ich stelle mir gerade vor, Sie auf einem Karussell. Gott, das riecht ja auch noch wirklich. Haben wir jemanden gegeben? Ich versprech's. Ich hab vorher noch nie geraucht. Hey, rauch ruhig weiter, mein Freund. Ich bin kein Schutzmann. Danke, Sir. Okay, ein Lockpick würde uns noch fehlen. Den Tresor da hinten. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Na dann. Der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Ich mag Kimo und Korn nicht. Ganz und gar nicht. Egal, klappt schon irgendwie. Komm noch mehr. Okay, auch nichts Tolles.
Ja, sie rennt mir voll vor die Flinte. Diesmal. Hier hätten wir das Lockpick. Ich weiß echt nicht mehr, wo es war. Brauchen wir Geld? Okay. Ich danke dir. Speichert er jetzt? Den können wir auf einen Stopp machen. Was zum Teufel? Stimmt etwas nicht? Songbird. Nein, nein, geht schon. Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Ja. Ah. Oh, eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was war das? Öffne einen Riss. Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da... Da ist etwas, das ich... Der Songbird. Oh nein! Schließ sie! Ich versuch's ja! Schließ sie! Alter. Vorsicht. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber... Mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Wir werden hier einen Aufnahmestopp machen. Wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Bioshock Infinite. Bis dann aber, bye. Euer Griesbrei. Haut da rein. Tschüss.